Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Hearthstone Heroes of Warcraft. Ich spiele mit einem Magier-Spott-Deck, wie man hier schon sieht. Den Kriegsgolem packen wir weg. Und die Karte auch erstmal, weil die noch zu hoch ist. So. Ich muss dazu sagen, ja geil, jetzt kriegen wir einen 607er zurück. Bringt mir viel. Hält jetzt mal zwei Angriffe in diesem Zug, wenn ihr einen Zauber nehmt. Er gibt mir direkt zwei Schaden. Wirklich ein Pro bin ich hier, ja, nicht. Die bringt nix. Das ist 3. Die ist auch noch nicht. Das heißt, es lohnt sich hier keinen Spielzug zu machen. Weil die Karte, die hat zwar Angriff und Verteidigung, aber da ich noch keine, da ich keine Zauberkarten drauf habe, bringt diese Karte nicht viel. Erhält jedes Mal 3 Angriffe, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Okay, ich könnte jetzt einen Spott schon mal spielen. Ich glaube, das werde ich auch, oder? Na, ich warte noch eine Runde und gebe ihm einen Schaden. Also ich spiele auch ein Unranked, also ungewertetes Spiel, weil ich halt noch krass am Trainieren bin. Damit ich nicht jedes gewertete Spiel dann verscheiße und ja. Okay, der hat eindeutig viele Arkanenschuss. Schnell 2, okay. Der geht, glaube ich, auf schnelles Spiel. Da spielen wir jetzt erstmal die Karte. Und haben Spott. Das heißt, diese Karte muss zuerst angegriffen werden. So. Jetzt wollen wir den erstmal grüßen. Fang schon direkt einen Freund hier. Okay, seine Heldenfähigkeit, die gefällt mir nicht wirklich. Schaut euch... Ey, was ist? Die 3 obersten Karten eures Decks, dann zieht einer davon. Okay. Zieht einer davon und wirft die anderen beiden ab. Okay. Ah, jetzt haben wir so einen Murloc. Ja. Ich spiele jetzt den, jetzt lohnt er sich, weil jetzt kann ich 2 Leben hier herstellen. Hätte sich gerade auch schon gelohnt, aber dann habe ich den gespielt. Ich hätte den auch eigentlich in der 2er Runde spielen können. Naja, egal. Und dann geben wir ihm auch noch ein bisschen Schaden. So. Jetzt gleich können wir den. Doof ist, ich habe jetzt danach keine Spottkarte mehr. Dabei habe ich eigentlich richtig, richtig viele Spottkarten in das Deck reingepackt. Deswegen habe ich sie auch Spott genannt. Und auch er mit einer Spottkarte. Ansturm. 1-1. Okay, wir machen das so. Wir wollen Map Control. Deswegen verwenden wir den als Schaf. Setzen den auf Ansturm. Machen den weg. Und geben ihn Schaden. Ja. Jetzt sind wir nämlich gleiches Level und ich habe Map Control. Das heißt, so viel wie für die Leute, die es noch nicht hier gesehen haben. Ich habe Tina hier liegen und er hat, bis auf die Kasi, jetzt nichts. Dass wenn ich die wieder töte, habe ich wieder Map Control. Da haben wir noch eine neue Spottkarte, die wird direkt ausgespielt. Ja. Ich kann den nicht direkt wegpaffen. Nur da der eh keinen Spott hat, geht der Angriff direkt auf ihn. Ich habe keine Zauberkarte, deswegen lohnt sich es nicht, die Münze für die Zweier zu opfern. Wenn ich Zauberkarten hätte und spielen könnte, dann würde ich es machen. Okay, er spielt jetzt schon etwas heftiger und spielt ein Geheimnis. Okay. Also entweder spielt er ein Geheimnis, welches für seine Diener gut ist. Okay, das ist gut. Oder er spielt eins, was sich selbst schützt. Ah, die Karte ist auch gut. Die kostet eigentlich 20 Mana. Die hat man nicht. Nur jeder Schaden verringert hier die Punkte. Deswegen kostet die 10, weil ich 10 Schaden schon erlitten habe.
So. Eure anderen Diener haben plus 1. Zauberschaden. Zauberschaden habe ich nicht. 3 Angriffe, wenn diese Diener keinen Schaden hätte. Ne, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Spielen wir das so. Ich will jetzt noch nicht die ausspielen, weil die sind dann schon etwas heftiger. Die will ich für ein bisschen späteren Zeitpunkt. Mache ich den weg. Okay, Geheimnis. Der ist schlecht, falls... Irgendwie sage ich ja, das Geheimnis ausgelöst. Wenn euer Held angegriffen wird, er leiden. Ah, alle Feinde. Okay. Okay. Gut gespielt. Das hat er gut gemacht. Ja. Jetzt kommen wir eh weg. Dafür hat er jetzt 3 Schaden plus gekriegt, weil er halt 2 Dingens gekriegt, 2 Schaden gekriegt hat. Okay, das ist wirklich ein reines Verteilen. Und einen zufälligen Bildschirmbegleiter herbei. Was? Jetzt war ja schon. Sieht jetzt mal eine Karte dieser. Ah, ne. Der ist kacke. Jetzt habe ich keinen Spott mehr. Verursacht 4. Ja. Zaubern habe ich nicht. Ich setze den, weil der hart ist. So. Da der eh keinen Angriff hat, wird der platt gemacht. Fertig. Das ist 5 Schaden. Das heißt, entweder wird er direkt mich angreifen oder der wird hier diese Karte wegmachen. Setzt das Leben eines Teams auf 1. Okay, er macht den weg. Die ist auch etwas bedrohlicher. Boah, ne, nicht den Kernhund. Den habe ich glaube ich auch im Deck. Aber der ist böse. Okay. Jetzt bin ich gerade wieder am Verkacken, weil er hat mehr Druck. Okay, verleiht einem befreundeten Diener 1-1. Okay, warte, wir spielen anders. Wir haben nur 9. Jetzt spielen die. Aber ne, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht. Ich frage mich, ob... Wir spielen so. Machen die weg. Jetzt haben wir noch 5 Mana. Das heißt, wir spielen müssen die. Den Sonnenbrunnen läutern. Geben ihm das. Ich hätte die Scheiße, das war ein Fehler. Ich hätte die spielen sollen, dann den Feuerschaden, weil dann hätte die nämlich 2 Angriff gekriegt. Egal. So. Der kann mich eigentlich nicht platt machen, aber... Ja, gut, der hat nur eine Karte, also let's go. Weil jetzt kriegt er eine Karte dazu, weil das ist die Grundfähigkeit von dem. Und fertig. Das haben wir. Jetzt haben wir wieder Map Control. Spielt ihr gern mit Feuer? Was? Fügt allen Dienern einen Schaden zu, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Boah, das ist doch hässlich. Aber der kriegt, der hat jetzt ordentlich Damage. 15, 16. Wenn der jetzt... Ja, ich habe gewonnen. Oder? Habe ich jetzt nicht. Ne, ich habe gewonnen. Wir spielen, wir tun jetzt einfach mal nochmal so. So, jetzt haben wir gut gespielt. Batz. Und Batz. Da haben wir gewonnen. Weil er nichts mit Spott hatte, sich nicht geheilt hat und sich nicht anderweitig irgendwie holen konnte. Sehr schön. Und da haben wir unseren Jäger frei. 6 von 9. Helden habe ich freigespielt. Da ist auch noch ein Grund, warum ich ungewertet spiele. Ich möchte alle Helden, damit ich die Solo-Kampagne spielen kann, damit ich wieder neue Karten kriege und bla bla bla. Und das ist jetzt auch ein bisschen Ziel der Aufnahmen, die ich machen werde. Und ich werde hier direkt eine zweite dran und ich werde mal mit dem Paladin spielen. Allererst mal ein Paladin. Let's go. Das heißt, das erste Mal, dass ich diesen Char spiele. Ja. Mal gucken, wie das geht. Ich habe da jetzt nur die Grundbasiskarten reingepackt und dann, also alle Basiskarten habe ich da reingepackt. Und dann noch ein paar aus den normalen, also generell allen Klassen, ein paar Karten rein. Und guck, wie ich mich dann damit schlage. Uta gegen Schurke. Gegen Valera.
Wäre gut, wenn ich gewinne, weil habe ich den nächsten Feld. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Okay. Stellt bei allen befreundeten Charakteren zwei Leben wieder her, aber... Wobei ist eigentlich eher egal. Weil wir haben hier Karten, die wir direkt spielen können. So. Verleiht einem befreundeten Diener Götteschild, stellt sechs Leben wieder her. Okay. Jetzt haben wir hier so eine Dicke. Wenn einer euer Gegner stirbt, wird er mit einem Leben wieder. Ja, stimmt. Wir machen Mana-Kristall und setzen unsere Fähigkeit ein. Damit wir einen Diener drauf haben. Ohne Diener fühle ich mich nicht wohl auf dem Board. Legt einen durch. Okay. Jetzt macht er sich damit selbst Schaden, aber prügelt mal weg und macht mir mehr Schaden. Und genau genommen ein. Ah ja, da haben wir die Karte wieder. Die habe ich, ich glaube in jedem Deck, alle drei Decks, die ich da hatte, habe ich die drin. Das bringt mir wenig, die Zauberkarte. Die will ich noch nicht spielen wegen Gottesschild. Gottesschild ist eine ziemlich geile Attacke. Geheimnis bringt mir nichts, weil ich keinen Diener habe. Beziehungsweise keinen guten Diener. Ich beispielsweise den hier habe und dann die Karte habe, dann ist beispielsweise, wenn der getötet wird, wird die wiederbelebt. Und ich sollte auch fertig machen. So. Da ist schon mal Gottesschild und das finde ich schon mal ziemlich scheiße. Jetzt wird der wieder platt gemacht. Na klar. Jetzt macht er mir zwei Schaden wieder. Wählt einen Diener aus, zieht jedes Mal eine Karte, wenn er angreift. Ja, nur leider kann ich keine vernünftigen Diener spielen. Das ist der Scheiß. Ich spiele wieder die Kacke. Bringt mir nicht viel. Ich habe echt zu kacke Kreaturen. Eiswild Yeti. Okay, der wird mir jetzt richtig einheizen. Ich glaube, das Spiel verkacke ich, weil ich am Anfang ziemlich schlechte Karten habe. Ah, jetzt. Wobei, wartet. Stellt sechs Leben wieder her. Das mache ich. Spiel dann noch mal die. Melde mich zum Dienst. In den Kampf. Greife dann einmal an. Jetzt seht ihr auch hier, die Mana-Punktzahl ist wieder erhöht, weil ich nur drei Schaden habe. Vielleicht Nachbarn Diener. Oh, das ist doch hässlich. Das ist hässlich. Okay, das ist echt abgeschirrter Minibot. Ja. Gottesschild. Weil ich kann den nicht angreifen. Ich muss die beiden angreifen. Boah, die Karte ist ja immer mega scheiße. Wählt eine Karte, die er angreift. Ja, das lohnt sich noch nicht. Freund, Diener Gottesschild, das will ich auch noch nicht geben. Das Geheimnis will ich auch noch nicht machen. Melde mich zum Dienst. Das heißt nochmal den. Und ich greife nicht an, weil... aber ich muss eigentlich... Okay. In den Kampf! In den Kampf! Da der Gottesschild hat, ey. Boah. Das ist echt ekelhaft. Das ist echt ekelhaft. Jetzt habe ich zwei Diener. Platt. Und immer noch so eine Scheiße. Ja. Da bin ich. Okay. Gut geschehen. Ja. Danke. Das ist gern auch gut geschehen. Da haben wir direkt verkackt. Der hatte eindeutig die bessere Starthand. Er hat ein schnelles Deck gehabt. Ich ein Deck, weil ich noch nie gespielt habe. Ja. Deswegen, da die Runde so scheiß war, nehmen wir ein normales Magier-Deck. Wo ich einfach alle Magierkarten reingepackt habe und dann noch ausgleichsmäßig Normalklassenkarten reingepackt habe. Gucken, was wir damit reißen. Und nicht wieder gegen ein Rusher-Deck antreten.
Weil die sind gut im First-Kampf. Also für die ersten Mana-Kristalle haben die geile Karten. Und könnte ich damit richtig gut wegficken. Wie gerade derjenige. Und ja. Würdiger Gegner. Gucken wir mal, was wir jetzt kriegen. Jaina gegen Rexa. Rexa, ein Jäger. Jäger hatten wir ja gerade schon. Ihr habt es so gewollt. Dann haben wir direkt schon einen Spott. Ihr seid zuerst dran, so. Erstmal die Karte weg. Dafür kriegen wir, ja, direkt die Karte. Das bringt mir was am Anfang. Im Endgame, ja, da bringt mir die Karte was, aber jetzt da noch nicht. Ja, außer ich kriege jetzt auf einmal 19 Schaden, ja. Dur. Okay, sollte ich dann direkt Death spielen? Also komplett auf Death? Ihr könnt nicht vorbei. Die Karte, die ich spielen muss. Das ist die Überlegung, ob ich auf rein Death spiele. Oder ob ich trotzdem gucke, dass ich weiter offensiv bleibe. Weil der ist so ein kleines Mittelmaß finde. Aber ich weiß nicht, wie gut Mittelmaß hier bei dem Spiel geht. Das habe ich mich auch noch nie gemacht. Ruf zwei Diener 02 mit Spott herbei. Auf jeden Fall. Okay, wir gehen mehr Devs. Gehen eindeutig mehr Devs. Solche Karten hätte ich gerade gebraucht in mein Spottdeck. Die habe ich doch auch drin. Und alles. Solche Karten hätte ich gebraucht. Einfach mal so eine richtige Spottwand. Man hast du irgendwann bei höherer Mana-Kristall. Kannst du dann Dinges machen. Ja, also höhere Kreaturen. Ich habe zwar die erste Runde gewonnen. Du hast halt nicht, aber ich konnte das Deck nicht ausnutzen. Jetzt einmal kurz gucken, was hat der. Verstohlen halt. Der kann nicht angegriffen oder als Ziel gewählt werden, bis er Schaden verursacht. Okay, das ist hart. Und der nächste Sport. Habe ich irgendwie die Dinger verwechselt gehabt. Fügt allen einen Schaden zu. So, let's go. Fertig. Ich kann zwar mit einem Schaden jetzt diese Runde nur angreifen, aber dafür habe ich so eine dicke Verteidigung. Okay, ich muss eindeutig bei meinen Decks nochmal gucken, dass ich solche Karten, die muss ich doch im anderen Deck auch haben. Jetzt werde ich damit zugeschissen. So richtig schön so von wegen, ja, hier komm. Spott bis zum geht nicht mehr. Du nicht nehmen, Kerze. Zauberschaden plus 1. Mit Spott spiele ich eigentlich richtig gerne. Wenn ich dann mal so viel Karten kriege. Man könnte ich jetzt gleich den beispielsweise nehmen und der könnte schön lange angreifen. Weil er einfach ja wenig macht. Ja komm. Ein Diener-Schaden zählt für den Anfang meiner Meinung nach eine Karte. Findet ihr keine Endgame-Karte, so wenn da dicke Monster kommen, weil da bringt ein Schaden, das tut denen wenig weh. Deswegen spiele ich die jetzt schon aus. Und lass ihn gar nicht zum Zuge kommen. Also zum Zug schon, aber nicht vernünftig zum Dingens. Zum Angriff. Wenn ich die vorher alle platt mache. Vielleicht haben wir 5 Mana-Kristalle. Ich habe 2 Endgame. Ich gebe 2 zufällige feindlichen Dienern 3 Schaden zu. Okay. Da hat er geschafft, 2 meiner Spott-Leute wegzumachen. Da kann ich nur 2 Schaden machen. Dann bin ich fertig. Dann darf er wieder spielen. Aber Kriegsgolem ist geil. In Verbindung mit der ist er noch geiler, weil er hat nämlich 8-8. Ist egal, wenn ich die beiden spielen könnte. Nur jetzt geht's so langsam in die Runde, wo 2 Leben nicht mehr viel ist. Wobei es immer noch nervt, wenn man eine Attacke dafür braucht. Außer man hat einfach so ein Ding. Dann ist das Spielfeld auch geklärt. Ja. Nuss. Ja gut, den Schaf bräuchte halt nicht verwandeln. Wiedersehen. Das ist das Ding auch platt. Ist jetzt nicht der Rede wert.
Tore sind geöffnet. Okay, 6-5er Spott, das ist hart. Das ist schon echt hart. Jetzt kriegen wir nur den, aber ich glaube, ich mache R. Da habe ich mir Schiss vor seinem Spottding. Dass er nämlich direkt meinen Plan mit den Ausspielen hier platt macht. Da habe ich das lieber. Da dann. Weil wieder nichts auf meinem Board liegt. Die Tore sind geöffnet. Jetzt haut der wieder die Scheiße raus. Okay, das könnte, glaube ich, ein langes Match werden. Ich glaube, der spielt auch viel länger. Und ich habe ja ein bisschen so auf Verteidigung mehr gespielt am Anfang. Fügt eine Flanke. 2 Schaden zu, okay. Kein Ding. Friert alle feindlichen Gegner ein. Kostet mich dann aber auch schon wieder 3. Und der kann dann nur nächster. So. Ich werde jetzt einmal dicke 6 Schaden kassieren. Aber danach könnte ich eventuell so langsam den Plan spielen. Ich werde einem Freund im Wild hier 2-2 in Spott. Auf deine Mechaniker. Mechanischen Drachen. Okay, jetzt gibt's fett auf die Fresse. Zieh 2 Karten, bringt mir nichts, aber ich spiel den. Ach, scheiße, stimmt. Und dann platt. Die Karte ist eh platt. Wobei eine mitgenommen wird. Das heißt, ich kriege im schlimmsten. Ja, doch, da könnten wir trotz alledem doch 12 Schaden geben. Fällt mir so ein, weil ich habe ja keinen Sport. Wir freuen nicht 2 Leben wieder her, das ist noch beschissener. Okay, ich glaube, die Runde wird auch nicht gerade sehr gut. Geil, jetzt willst du nur mit deinen Leuten angreifen. Okay, der will echt meinen Golem platt machen, ne? Also Kernhund, heißt er. Will der echt platt machen, oder? Wild hier ist das. Guck mal, dann wäre die Karte gar nicht schlecht. Und dieser Mastermind-Typ hier angreifen. So. Jetzt kostet die Karte 0 Mana. Und das nutze ich hier sofort aus. Indem ich die dann spiele. Dann spiele ich die Karte. Dann spiele ich die Karte. Das heißt, sie können nächste Runde nicht angreifen. Okay, nein, das mache ich dann doch nicht. Scheiße, ich wollte direkt angreifen, aber egal, egal. Cool bleiben. Oh, warte mal. Wenn ich jetzt nächste Runde... Ich frage mich, ob... Na komm. Machen die weg. Wollen wir jetzt einen dicken Diener verloren dafür haben, aber dafür spielen wir gleich den und danach den. Wenn alles so hinhaut, wie ich es gerne möchte. Das geht jetzt eigentlich nie, aber er hat nur eine einzige Karte auf der Hand. Jetzt hat er nichts mehr. Dafür hat er 2 Spott wieder. Also er macht 7 Schaden mit Spott. Okay. Wir spielen die. Dann. Jetzt ziehen wir noch 2 Karten. Das ist eigentlich ganz gut, weil so kleinere. Dann machen wir den weg. Machen wir den weg. Können wir jetzt Schaden haben, aber 6 und 5 ist trotzdem noch ordentlich. Vor allem, die können nicht One-Shot machen. Wenn er jetzt einen Diener legt, der muss Ansturm haben und solche großen Typis, die so viel Angriff haben, die haben eigentlich keinen Ansturm. Was hält die Zukunft bereit? Aber das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Der macht mich platt.
Da hat er zu viel Diener gehabt. Das sollte man auch mit beachten. Ja, aber ich glaube, das hätte ich eh nicht irgendwie anders kurven können. Ich habe ja schon zwei Spottgegner platt gemacht. Aber das soll's für die Folge gewesen sein. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Wenn es wieder heißt, let's play Hearthstone.